Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Wir bekommen immer wieder Resonanzen und auch daran möchten wir euch teilhaben lassen. Es schreibt uns jemand: Danke euch, liebes Gebetsteam, für euren glaubensvollen Dienst. Ich bin immer wieder begeistert, wenn ihr von den wunderbaren Gebetserhörungen vorlest, die als Antwort Gottes manchmal sofort eintreffen. Ja, und das ist großartig, wenn Menschen Gott erleben und davon bezeugen können. Hoffnung um 12. Wir wollen dich auch heute wieder ermutigen. Ich möchte dir heute die Frage stellen: Wem vertraust du? Lass uns gerne deine Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Wem vertraust du? In der heutigen Zeit haben wir vielen Menschen, Politiker vertraut und sind so enttäuscht worden. Du hast vielleicht auch schon Freunden vertraut und bist enttäuscht worden und hast vielleicht auch den Satz gesagt: Ich traue keinem mehr. Und da finden wir im Psalm 27, den Vers 14: Vertrau auf den Herrn. Sei stark und mutig, vertrau auf den Herrn. Das ist wirklich eine Aussage. Vertrau auf den Herrn. Und da heißt es in dem gleichen Psalm zweimal, dann geht es weiter: Sei stark und mutig, vertrau auf den Herrn. Also zweimal: Vertrau auf den Herrn. Und das möchten wir dir auch heute zurufen. Wenn du so viel Vertrauen verloren hast, wenn auch Vertrauen missbraucht wurde, ich sage dir: Vertrau auf den Herrn. Er enttäuscht nicht. So manches magst du vielleicht nicht verstehen im ersten Moment, aber vertrau auf den Herrn. Danke, Herr, dass wir auf dich vertrauen dürfen heute. Herr, wenn so alles um uns herum, Herr, nicht mehr vertrauenswürdig ist, wo wir enttäuscht worden sind, Herr, ich danke dir dafür, dass wir unser ganzes Vertrauen auf dich setzen dürfen. Amen. Auch Menschen, die uns schreiben, vertrauen auf Gottes Hilfe und dafür möchten wir jetzt beten. Und aus Thüringen kommt dieses Gebetsanliegen. Liebes Gebetsteam, ich habe seit 1993 beidseitig Tinnitus. Es war noch auszuhalten. Seit einer Woche hat es sich verstärkt und jetzt lässt es mich nicht in den Schlaf kommen. Bitte betet für mich. Liebe Grüße. Und noch ein Gebetsanliegen wegen Tinnitus. Ein Mann schreibt: Leider ist das so schlimm geworden. Ich komme nicht zur Ruhe. Ich schreie zu Gott um Eingreifen. Es ist so grausam, das ständige laute Piepen in den Ohren. Und Jesus, ich danke dir, dass du diese zwei Personen kennst, die so unter diesem Tinnitus leiden. Und ich danke dir, dass du das wiederherstellst, was da nicht in Ordnung ist. Danke, Jesus, dass diese Geräusche verschwinden und entmachtet sind durch das Blut Jesu. Und ich danke dir, Jesus, dass du da jetzt eingreifst, dass diese Personen zur Ruhe kommen, dass sie Frieden haben, dass sie schlafen können. Und ich danke dir, dass du der Herr bist, der auch dieses Piepen oder diese Ohrgeräusche wegnehmen kann. Danke, Jesus. Du bist ein Gott, der Wunder tut und du kannst auch das wegnehmen. Und auch all die anderen Personen, die unter Tinnitus leiden, wo hier nicht vorgelesen wurde. Jesus, danke, dass du eingreifst, dass du keinen vergisst, sondern dass du eingreifst und wieder Frieden bringst und diese Geräusche wegnimmst. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und hier hat jemand ein Gebetsanliegen für die Schwester. Liebe Isolde und Daniel, bitte betet für meine Schwester. Sie hatte als Kind Meningitis und ist dadurch eingeschränkt. Spastik in den Händen und vor 4 Jahren ist sie mehrmals gestürzt auf den Hinterkopf und seitdem kann sie nicht mehr richtig laufen. Die Füße haben sich nach innen gedreht und die Muskel an Becken und in den Beinen haben sich verkürzt. Ich danke euch herzlichst fürs Beten. Ja, Jesus, auch diese
Schwester oder diese Frau wollen wir dir hinlegen und ich danke dir, dass du in ihr Leben eingreifst und du siehst diese Deformationen an den Beinen und an den Händen und ich danke dir, Jesus, dass diese Spastik sich löst und dass du der Herr bist, auch über dieser Person. Danke, Jesus, dass du ein Gott bist, der stärker ist wie jede Spastik und wie jede Muskel, der sich da verändert hat und jede Fuß oder Bein, das sich nach innen gedreht hat. Jesus, ich danke dir, dass du in die vollkommene Schöpfungsordnung das wiederherstellst. Danke, Jesus, für diese Person, dass du da eingreifst in ihr Leben und dass diese Muskeln wieder funktionieren und diese Beine gerade werden und die Hände funktionieren. Danke, Jesus, du bist ein Gott, der Wunder tut und wir danken dir dafür, für dein Eingreifen. Amen. Amen. Schreib uns einfach dein Anliegen. Die Infos sind jetzt eingeblendet. Folgendes Gebetsanliegen per WhatsApp erreichte uns. Liebe Geschwister, bitte bete doch für unseren Bekannten, der aggressiven Krebs hat im Mund und operiert werden soll. Er bekommt schon vorher eine Magensonde und soll nach der OP nicht sprechen und nicht essen können und soll damit rechnen, dass er eine sehr lange Reha-Zeit hat. Er ist gerade 60 Jahre alt. Vielen Dank. Oh ja, wie grausam. Aber Gott ist ein Gott, der auch das kann, helfen kann, heilen kann. Danke, Herr, dass wir jetzt, Herr, mit dieser schrecklichen Prognose, Herr, zu dir kommen dürfen. Und danke, Herr, du kennst diesen Bekannten und du kennst auch die Menschen, die jetzt fürbitten, für ihn beten. Und danke, Herr, dass wir das auch tun dürfen. Danke, Herr. Danke, Herr, dass der Krebs auch besiegt ist, indem du am Kreuz alles für uns getan hast. Und ich danke dir dafür, Herr, dass wir um Heilung beten dürfen, Heilung glauben dürfen. Lass es geschehen. Lass nicht das normale geschehen, den normalen Verlauf dieser Krankheit, sondern wir bitten dich um Heilung. Ich danke dir dafür. Lass Großes geschehen. Lass uns wirklich das Wunder sehen. Amen. Amen. Eine Frau schreibt uns für ihren Sohn. Mein Sohn ist am Samstag bei der Arbeit umgeknickt und hat einen Knöchelbruch. Bei seinem jetzigen Arbeitgeber würde er einen Festvertrag bekommen und nun dieser Unfall. Jetzt hat er Angst, dass er den Vertrag nicht bekommt. Bitte um Gebet für komplette Heilung des Fußes und dass er den Vertrag bekommt. Ja, Herr, danke. Wirklich für eine komplette Heilung dieses Fußes. Und danke, Herr, dass das ein Täuschungsmanöver des Feindes ist und, Herr, dass es nicht mehr ist wie eine Täuschung. Lass wirklich diesen Fuß heil werden und lass auch den Arbeitgeber wirklich Freude daran haben, ihn diesen festen Vertrag zu geben. Ich danke dir dafür, Herr, schenk Ruhe in diese Abwicklung, in diese Situation und ich danke dir dafür, dass er jetzt die Zusage bekommt, fest angestellt zu sein. Danke, Herr. Amen. Amen. Und jetzt ist wieder Zeit für Gebetserhörungen und das ist immer eine besondere Freude. Auf Facebook schreibt uns jemand Folgendes. Ich danke euch für das Gebet. Mein 1-Euro-Job wäre Ende Juni zu Ende. Ich habe ein halbes Jahr Verlängerung bekommen, weil mir die Arbeit gefällt. Und ich habe auch noch Fahrgeld dazu bekommen. Freue mich sehr darüber. Ich danke Gott dafür. Und aus Liechtenstein kommt folgende Gebetserhörung. Ich hatte am 22. April einen Rippenriss. Das Ergebnis vom MRT habe ich heute vom Arzt erhalten. Bei der Untersuchung haben sie nichts gefunden. Die Rippen sind in Ordnung. Gott hat alles wunderbar, wie am Anfang, hergestellt. Vielen Dank für das Gebet. Und ein Mann schreibt uns kurz und bündig auf Facebook, ich bin tumorfrei. Danke, Jesus. Was für eine Freude, wenn kein Tumor mehr zu finden ist. Wie wunderbar, was alles unser Gott tut. Lass auch du uns wissen, was er bei dir tut oder getan hat. Schreib uns eine WhatsApp oder schick ein kleines Filmchen über WhatsApp.
Wir freuen uns und würden es gerne hier anderen weitersagen. Denn das ist so glaubensstärkend, wenn wir sehen, was Gott tut. Ja, heute der Tipp des Tages. Wir hatten es vom Vertrauen. Überlege dir drei Personen, denen du wirklich vertrauen kannst. Auch in diesen letzten 3 Monaten, denen du vertrauen konntest, wo du dich gefreut hast, dass sie da sind. Und nimm dir vor, diese Woche noch diesen 3 Personen Danke zu sagen. Danke zu sagen, danke, dass ich dir vertrauen konnte. Danke, dass ich dir vertrauen kann. Lass es sie wissen, sage ihnen Danke und es wird dich selber stärken. Und schick uns weiter deine Anliegen und auch am Telefon bis 13 Uhr. Ja, wenn du noch nicht unseren YouTube-Kanal abonniert hast, dann mach es jetzt, dass du nichts mehr verpasst. Alle unsere Sendungen und alle Inputs, die wir weitergeben, auch die Livestreams, du wirst dann kostenlos benachrichtigt. Und wir freuen uns über dein Feedback. Wir freuen uns, dass du dabei warst heute und wünschen dir Gottes Segen und einen gesegneten Tag. Alles Gute und Gottes Segen. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.